Gezeitenkräfte lassen Planeten zum Stillstand kommen. Gezeitenkräfte können Planeten ebenso zerreißen. Sie machen unseren Tag länger. Sie lassen Ringe um den Saturn treiben und sie heben und senken die Ozeane. Und fast niemand weiß warum. Wir erklären euch die Gezeiten in diesem Video. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Meere senken und heben sich regelmäßig und diesen Effekt, den kennen wir als Ebbe und Flut bzw. als Gezeiten. Fast jeder meint, dass die Gezeiten irgendwie mit dem Mond zu tun haben. Viele glauben, der Mond zieht das Meer an. Das ist allerdings völlig falsch und das glauben wirklich viele. Wir haben mal den Test gemacht und die Frage, warum gibt es Ebbe und Flut, in Google angegeben. Direkt auf der ersten Seite fanden wir eine Reihe von vermeintlich kompetenten Antworten und schauen wir uns die mal an. Selbst auf seriösen Websites, ohne hier Namen zu nennen, fanden wir Aussagen wie, da Wasser flüssig, also beweglich ist, kann der Mond mit seiner Anziehungskraft das Wasser auf der Erde ein Stück zu sich hinziehen. Autsch. Eine andere Erklärung lautet, der Grund für Ebbe und Flut ist die Anziehungskraft, die der Mond auf die Wassermassen der Erde ausübt. Der Mond zieht das Wasser an wie ein Magnet. Gleichzeitig gibt es noch eine Flut auf der mondabgewandten Seite der Erde. Hier wird die Anziehungskraft des Mondes von der Fliehkraft überlagert, die durch die Drehbewegung der Erde entsteht. Und das ist auf so vielen Ebenen falsch, dass wir erschüttert sind. Derartige Erklärungen müssen auch irreführend sein, wie sich durch simples logisches Denken erschließt. Die Erdgravitation ist an der Meeresoberfläche etwa 10 Millionen Mal stärker als die des Mondes. Keine Chance für den Mond, hier auch nur ein einziges Wassermolekül anzuziehen. Auch schwebende Menschen sieht man an Stränden überaus selten. Und dann gibt es natürlich die Flut nicht nur auf der Seite der Erde, die dem Mond zugewandt ist, sondern auch auf der mondabgewandten Seite. Und deswegen haben wir auch zweimal pro Tag Flut. Hier werden Fliehkräfte und die Erdrotation ins Feld geführt. Das ist teils missverständlich formuliert und arbeitet zudem auch noch mit einer Scheinkraft. Wenn auf einer ausgewiesenen Physikseite eine Formulierung steht wie dem Wasser wird auf der mondabgewandten Seite der Boden unter den Füßen weggezogen, dann ist das Chaos komplett. Es ist schwer, im deutschen Sprachraum eine korrekte Erklärung für Gezeitenkräfte zu finden. Stets wird man mit irreführender oder gar falscher Metaphorik konfrontiert. Der Mond zieht weder wie ein Magnet das Wasser zu sich hin, noch wird dem Wasser der Boden unter den Füßen weggezogen. Tatsächlich entstehen Gezeiten völlig anders, wobei der Mond etwa für 2/3 der Gezeitenkraft verantwortlich ist und die Sonne für 1/3. Und wir benötigen lediglich eine einzige Kraft, um Ebbe und Flut zu erklären, die Gravitation. Und an dieser Stelle wird es etwas technisch. Die folgenden Passagen sollten daher von Leuten, die auf Physik allergisch reagieren, eventuell nur im Sitzen geschaut werden. Was also passiert da genau? Um das zu verstehen, schauen wir uns mal das Erde-Mond-System an. Die Entfernung ist hier übrigens nicht maßstabsgerecht. Der Mond wäre viel weiter entfernt. Also, der Mond übt mit seiner Masse von 70 Trilliarden Kilogramm eine Gravitationskraft auf die Erde aus. Da die Gravitationskraft aber mit dem Quadrat des Abstandes abnimmt, ist sie auf der mondzugewandten Seite der Erde a höher als im Erdzentrum b und im Erdzentrum ist sie wiederum höher als auf der mondabgewandten Seite c. Betrachten wir auch noch die Punkte b1 und b2 oben und unten, diese werden ebenso durch die Mondgravitation beschleunigt wie das Erdzentrum b. Allerdings ist die Kraft zum Zentrum des Mondes hingerichtet. Die Pfeile, die wir mal Vektoren nennen, zeigen also jeweils schräg nach unten bzw. oben. Die 5 Vektoren zeigen uns durch ihre Länge an, wie stark die Kraft ist, die wirkt. Ihre Richtung zeigt, wohin die Kraft gerichtet ist. Würden wir uns diese 5 Punkte als einzelne Objekte vorstellen und die Erde wegdenken, dann würden sie jeweils so auf den Mond zubeschleunigen, wie es die Pfeile, die Vektoren uns zeigen. Seht ihr, dass der mondabgewandte Punkt C von der Mitte wegbeschleunigt? Auch das lässt sich einfach erklären. Wenn der linke Punkt C mit theoretisch 1 cm pro Quadratsekunde zum Mond beschleunigt und das Zentrum B mit 2 cm pro Quadratsekunde, dann beschleunigt praktisch C mit 1 cm pro Quadratsekunde von der Erdmitte B weg. Ebenso können wir beobachten, dass die Punkte oben und unten jeweils zum Erdzentrum hin beschleunigen. Blenden wir nun die Erde wieder ein. Tatsächlich befindet sich die Erde im freien Fall zum Mond. Nicht erschrecken, die Erde bewegt sich gleichzeitig auf einer Kreisbahn, fährt also quasi stets am Mond vorbei. Dabei bewegen sich Erde und Mond um einen gemeinsamen Masseschwerpunkt, das sogenannte Baryzentrum. Dieses Baryzentrum, das liegt etwa 1700 Kilometer unterhalb der Erdoberfläche, weswegen diese Revolution der Erde um den Mond von außen betrachtet auch lediglich als eine Art Taumeln der Erde bemerkbar wäre. Welche Kraft hält die Erde auf dieser kreisförmigen Bahn? Richtig, die Gravitation des Mondes, welche als Zentripetalkraft stets an der Erde zieht. Diese beschleunigt die Erde als Ganzes und zwar überall mit dem gleichen Wert. Und dieser Wert ist identisch mit dem Gravitationsvektor von B, dem Erdzentrum.
Wir können diesen Vektor jetzt von allen anderen subtrahieren. Das nennt man Vektorsubtraktion. Zurück bleiben die Nettokräfte, welche auf unsere einzelnen Punkte wirken. Die Erde wird daher in eine Art ovale Form gebracht. Und auch diese haben wir hier natürlich übertrieben dargestellt. Diese Vektorsubtraktion kann ich für jeden beliebigen Punkt auf und innerhalb der Erde durchführen. Wir erhalten dann ein Bild wie dieses hier. Wir sehen, dass die Nettokräfte auf der mondzugewandten Seite zum Mond hinwirken, auf der mondabgewandten Seite aber genau andersherum, weg vom Mond. An B1 und B2 schließlich erhalten wir Nettokräfte, welche auf- und abwärts gerichtet sind. Und jetzt kommt das Wichtige. Entscheidend für die Gezeigten sind nicht die langen Vektoren an A und C, sondern vielmehr, wie schon der Schweizer Leonhard Euler entdeckte, die auf- und abwärts gerichteten Vektoren. Diese üben nämlich einen minimalen Druck auf die Wassermassen aus, der sich in den Ozeanen so sehr addiert, dass wir eine deutliche Wölbung, nämlich die Gezeiten, wahrnehmen können. Es ist also dieser seitliche Druck, welcher zur Wölbung führt. Und das kann man auch zu Hause experimentell nachvollziehen, wenn man, Achtung, bisschen eklig, einen Pickel ausdrückt. Auch hier wölbt sich unter seitlichem Druck das Zentrum nach oben. Dermatologen raten übrigens davon ab. Und so haben wir genau zweimal Flut an A und C und zweimal Ebbe an B1 und B2. Die Erde rotiert einmal pro Tag und dreht sich so quasi im Gezeitendifferential. Daher haben wir an einem beliebigen Punkt zweimal Flut und zweimal Ebbe. Und wem das jetzt zu kompliziert war, einfach nochmal schauen, Gezeiten sind nicht so leicht zu verstehen. Allerdings ist das kein Grund, die schlichte Behauptung aufzustellen, der Mond würde den Ozean ein bisschen anziehen. Das tut er nämlich nicht. Gezeiten können aber noch viel mehr. Die ständige Verformung der Erde durch die Gezeitenkraft des Mondes resultiert in Reibung im Erdinneren, welche Wärme erzeugt. Die Energie für diese Wärme, die kommt aus der Erdrotation. Der Mond verlangsamt also die Erdrotation und zwar um etwa 2 Millisekunden pro Jahrhundert. In 250 Millionen Jahren wird also ein Tag auf der Erde 25 Stunden haben. Und in sehr, sehr ferner Zukunft schließlich wird sich die Erde nur noch einmal pro Monat drehen. Und sie ist dann gezeitensynchronisiert mit dem Mond. Und das ist ein Schicksal, welches diesen schon vor Milliarden von Jahren ereilte. Noch ein zweiter Fun Fact. Bei Vollmond und bei Neumond bilden Mond, Erde und Sonne eine Linie. Und damit verstärken die Gezeitenkräfte der Sonne jene des Mondes. Dieser Effekt taucht alle 14 Tage auf und führt zu sogenannten Springtiden, oft fälschlich Springfluten genannt, welche besonders ausgeprägte Gezeiten darstellen. Bei Halbmond hingegen sind beide Kräfte um 90 Grad versetzt. Dies führt zu einem Ausgleich und wir beobachten nur sehr schwache Fluten, die Niptiden, welche ebenfalls 14-tägig auftreten. In einem zweiten Teil, falls von euch gewünscht, werden wir gerne erläutern, welche Bedeutung die Gezeitenkräfte in der Astronomie haben. Es geht um das Zerreißen von Planeten, die Spaghettifizierung bei schwarzen Löchern und anderes. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es auch galaktische Gezeiten gibt und dass die Ringe des Saturn durch Gezeiten entstanden sind? Falls es euch gefallen hat, freuen wir uns über euer Abo, ein Like, einen Kommentar und was immer sonst euch einfällt. Wir danken all unseren Patrons und ganz besonders natürlich unseren galaktischen Overlords Rico, Dimitar, Tobias, Michael und Max. Danke fürs Zuschauen und in diesem Sinne 42. Let it go and tell me where you want. Take it slow or we can speed it.